auf den Tagesordnungspunkt 15, erste Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten, Drucksache 4. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um ein bisschen Ruhe. Sehr schön, wenn der Punkt jetzt vorbei ist, aber einen haben wir noch. Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten, Drucksache 14002, Neudruck, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Absenkung des Eingangsquorums des Artikel 68 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion dem Herrn Kollegen Marsching das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich mache es kurz. Wir wollen alle in den Feierabend. Wir haben vorhin ja quasi auch schon über diesen Tagesordnungspunkt mitgeredet. Es geht in dem Gesetzentwurf, den wir hier einbringen, darum, dass sich die Fraktionsvorsitzenden in den Beratungen zur Verfassungskommission über viele Punkte unterhalten haben. Einer dieser Punkte war die Senkung des Eingangsquorums für die Volksbegehren, Volksentscheid. Wir haben am Ende da gesessen, haben gesagt, wir können alle mit 5% Quorum leben. Dem haben alle zugestimmt. Leider ist das Ganze im Zuge der ganzen Verhandlungen, Sie erinnern sich vielleicht, alles hängt mit allem zusammen unter die Räder gekommen. Hier ist das Quorum nochmal einzeln aufgeführt, sodass wir uns da, wo wir uns sowieso einig waren, jetzt zusammentun können, können diese Änderungen durchführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Und der Kollege Körfges möchte schon so schnell wie möglich hierhin. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Marsching. Und da ist er auch schon am Pult, der Herr Körfges für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Ja, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt das Manuskript ganz vorsichtig zur Seite gelegt, weil ich dem Vorbild des Vorredners zumindest in der Frage nachfolgen möchte. Wir haben hier Verfassungskommission 4.0. Mich würde freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Verknüpfungsblockade an der Stelle gelockert werden könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der CDU, im Himmel ist bekanntlich mehr Freude über einen reuigen Sünder als über 99 Gerechte. Tun Sie uns den Gefallen, schließen Sie sich der vernünftigen Lösung an. Dann haben wir an der Stelle alle zusammen was Gutes gemacht. Danke. Dankeschön, Herr Körfges. Und nun spricht Herr Jostmeier für die CDU-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können es aus dem Grunde schon kurz machen, weil ich der Forderung oder dem Wunsch des Kollegen Körfges, wie er sie gerade hier geäußert hat, in der Weise nicht folgen kann und folgen werde. Meine Damen und Herren, wir haben das ganze Thema am 10. von November des vergangenen Jahres hier schon mal behalten. Also ich könnte dieselben Stichworte noch mal vortragen. Natürlich wäre es möglich gewesen, bei dem ganzen Paket, was verhandelt worden ist, die Quoren für die Volksbegehren zu senken. Wir haben das zigmal in der Verfassungskommission behandelt. Wir haben es mehrfach in allen Gremien durchgesprochen. Wir waren sogar von der CDU bei dem Kompromiss oder bei dem ganzen Paket so kompromissbereit, dass wir über das Wahlalter hätten reden können. Aber, liebe Kollegen von den Piraten, es gab halt bei diesem Thema keine Mehrheit. Die Zweidrittelmehrheit war nicht erreicht. Wir haben es am 10. von November behandelt. Wir werden es jetzt noch mal im Hauptausschuss behandeln, neben weiteren Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Man sollte aber auch mal zur Kenntnis nehmen, wenn ein Pferd schon tot geritten ist, muss man irgendwann auch mal da absteigen. Nichtsdestotrotz, wir werden der Überweisung in den Hauptausschuss zustimmen und werden uns dann dort weiter unterhalten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Jostmeier. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Frau Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Jostmeier, lassen Sie sich mal von Ihrem Fraktionsvorsitzenden aufklären und betreiben Sie hier keine Legendenbildung über die Frage Wahlalter mit 16. Das Manöver, was Sie da gemacht haben, gemeinsam mit den Freien Demokraten, ist so abgrundtief daneben gewesen. Also da werden Sie ja auch noch gestellt werden in dieser Debatte und in diesem Haus. Herr Jostmeier, geben Sie sich das nicht als Abschiedsvorstellung hier, dass Sie denen auf den Leim gehen. Das kann so nicht sein. So, und im Übrigen schließe ich mich dem Kollegen Körfges an, und wir werden das dann in den Beratungen genauso konstruktiv begleiten. Dankeschön. Dankeschön, Frau Beer. Es spricht für die FDP Herr Dr. Wolf. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe ein fünfseitiges Manuskript, das werde ich jetzt in Ruhe vortragen. Nein, Spaß beiseite. Wir sind ja
Wir sind ja in dieser Angelegenheit immer in konstruktiven Gesprächen. Es gehört zum Teil eines großen Ganzen. Das werden wir im Ausschuss miteinander bereden. Insofern freue auch ich mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Und nun spricht die Landesregierung, Herr Minister Jäger. Guter Vorschlag. Der Ausschuss ist der beste Ort, das weiter zu beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Das war das Ende der Beratung zu diesem Punkt. Der Applaus insgesamt, wir haben das hier oben gestoppt, war länger als alle Redebeiträge zusammen. Sehr, sehr gut. Wir sind am Ende der Aussprache, kommen zur Abstimmung. Es wird die Überweisung empfohlen durch den Ältestenrat, Drucksache 14.002. Neudruck, wer stimmt dem zu? An den Hauptausschuss geht's. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Damit ist einstimmig so überwiesen. Und wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich berufe das Plenum wieder ein für morgen, Freitag, 27. Januar, 10 Uhr. Schönen Abend. Die Sitzung ist geschlossen. Tschüss.